Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Captain of Industries auf meinem Kanal. Und heute wollen wir mal in den Erzabbau einsteigen. Wir haben in der letzten Folge die Grundlagen gemacht, haben uns da ein bisschen angeschaut, was das Spiel so ein bisschen bietet. Wie erwähnt, eine Vor-Pre-Alpha, also es ist eigentlich eine Presseversion, so gesehen. Und bitte nicht jedes Feature hier voll nehmen oder denken, das ist so dann fertig. Es wird noch sehr hart an dem Spiel gearbeitet. Dazu muss ich auch sagen, wenn ihr das Video jetzt in einem halben Jahr oder so anschaut, seit da hat sich das Spiel natürlich sehr stark verändert. Also das wird in einem halben Jahr nicht den Stand haben, den es heute hat. So muss man das sagen. Ja, wir haben hier die Grundlagen gemacht, stellen selbst Konstruktionsparts her und die wollen wir jetzt einsetzen, um hier ein bisschen Eisenerz abzubauen, damit wir, wenn dieser Tower ausläuft, dann bekommen wir hier kein Eisen mehr her. Und dann müssen wir die Produktion umstellen, so gesehen. So, deshalb braucht es hier diesen Mine Control Tower. Der legt fest, wo gemeint werden kann. Also ich setze den mal hier hin, dann werden wir es gleich sehen. Er zeigt es jetzt leider nicht an, sondern erst jetzt. Genau, jetzt seht ihr, in diesem Bereich kann ich jetzt Minen, oder besser gesagt, sagen, dass ich hier abbauen möchte. Und ich kann jetzt mit diesem Tool hier bestimmen, wo das passieren soll. Und ich würde sagen, wir machen das mal hier in diesem Bereich. So. Jetzt kann es natürlich sein, dass die nicht nur Eisen abbauen, sondern auch Erde, weil teilweise ja, also der Grund ist sehr gerade, das merkt man auch beim Bauen, ich denke, da wird auch noch ein bisschen was dazukommen, aber es kann sein, dass das auch noch so passiert und deshalb kann man auch aufschütten. Also wenn jetzt hier nutzlose Erde abgebaut wird, kann ich die auch aufschütten lassen und ich würde sagen, wir könnten uns damit einen Weg hier nach oben bauen, weil wir da ja auch nicht richtig hochfahren können. So, kann ich das drehen? Ja, kann ich. Und irgendwann vielleicht auch keine Bäume mehr haben, hier unten. So, und dann baue ich doch hier erstmal so. Vielleicht von da. Jetzt macht er Zahlen. Ich glaube, die Zahlen setzen fest, wie viel da aufgeschüttet wird. Ich kann es nochmal anschauen. Also ich denke, die Zahl setzt fest, wie viel und wann da aufgeschüttet wird. Aber die würden jetzt hier unten starten und dann Erde hinkippen. Sobald die natürlich Erde haben. Man muss es immer so sehen. Gut. Als nächstes holen wir uns doch hier die Forschung. So. Übrigens, das dritte Dorf wurde gebaut und wir haben trotzdem noch für 33 Monate Essen, also sieht nicht schlecht aus. Hier wird das Ganze auch nochmals erklärt. Das ist gut, das ist schlecht, genau, weil ihr seht, hier wird nur Erde abgebaut. Ich hoffe, ich habe es soweit richtig gemacht. Ja, und das ist natürlich nicht im Radius drin, das ist auch schlecht, genau. Hier, wir haben es genau so gebaut, ja. Ich habe das Tutorial nicht angeschaut vorher. Wenn ihr es natürlich lesen möchtet, ihr könnt jederzeit Pause drücken. Aber wahrscheinlich wird sich das auch noch ändern bis dahin. Gut. Also, jetzt muss ich gerade schauen, wo wir stehen. Es ist aktuell noch ein bisschen schwer hier, den Überblick zu behalten. Wir würden da ein Loose Storage hinbauen. Das haben wir gerade erforscht. Das macht ganz einfach. Sie können hier das Ganze abbauen und erstmal hier zwischenspeichern. Also ich kann sagen, ich möchte hier Iron Ore lagern. Dann, weil jede Fabrik hat ja einen gewissen Füllstand. Also man kann hier nicht mehr reingeben als hier. Also die Zahl in Klammern ist das, was da drin ist und es hat einen Cap. Also es kann hier nicht 100, 200 drin sein. Irgendwo ist es gecapped und damit wir zwischenspeichern können, haben wir hier diesen Storage. So, Teil läuft eigentlich ganz gut an. Genau. Und wir haben auch noch ein Beacon freigeschaltet. Damit kann man andere
Flüchtlinge finden, so gesehen, die dann hier wohnen, also die Population schneller nach oben bringen. Was wir auch haben, wir haben ein Vehicle-Depot und damit kann man sich eigene Trucks und auch Bagger bauen und das brauchen wir eigentlich sehr dringend. Deshalb, ja, komm, das stellen wir hier neben dem Hafen hin. So, kann ich eigentlich, wie gesagt, terrainmäßig macht es aktuell nichts. Die ganze Insel ist auf demselben Terrain. So, muss natürlich zuerst gebaut werden, was übrigens schön ist. Auch wenn es noch gebaut werden muss, man kann trotzdem schon das Gebäude verwalten. Das ist sehr praktisch, weil da muss ich jetzt nicht warten, weggehen und dann vergesse ich, dass ich da was machen wollte, sondern ich kann genau jetzt schon einstellen. Und ihr seht, wir brauchen 80 Eisen und 300 Kupfer, um einen Bagger herzustellen. Und da oben 20 plus 10 plus 10. Ich würde sagen, als erstes, wir brauchen einen Bagger und danach einen Pickup. So, weil der Bagger ist jetzt erstmal notwendig, um hier oben überhaupt weiterzukommen. So, ich hoffe, ich habe es unter Kontrolle soweit. Ich glaube, wir haben auch eine Cap, wie viele Fahrzeuge da rumfahren dürfen. In dem Fall jetzt 45. Was ich auch noch nicht gesehen habe, ob man Wald wieder anpflanzen kann. Bis jetzt habt ihr ja gesehen, er geht langsam weg. Ob das mal wieder möglich ist, dann werden wir noch sehen. Ihr seht hier, wir haben dann die Möglichkeit umzustellen, dass wir hier Eisenerz und Kohle annehmen. Jetzt aktuell ist es Scrap. Wir haben die Wahl, ob wir die Anlage hier oben nochmals bauen oder halt die Distanz hin und her fahren. Ich würde das zuerst vielleicht so lassen. Also, dass wir zuerst das hier aufbrauchen und sobald das weg ist, holen wir uns da oben dann. Das muss ja auch zuerst, ihr seht, da wird jetzt der Bagger gebaut. Die Ressourcen werden hier angeliefert. Ich kann auch hier drauf klicken, dann seht ihr, da sind 20 Kupfer drin. Der hat auch einen Dieselstand. Und ihr seht, für 280 Kupfer, 80 Eisen meine ich, plus 20 Kupfer. Habe ich das falsch gesagt vorhin, sorry. Der fährt viermal für Eisen und einmal für Kupfer dahin. Und dann wird da gleich unser Bagger rauskommen. Jetzt fragt ihr euch, wo hatte das Eisen her? Auch hier, die Fabrik hat einen Zwischenspeicher. Und er kann diesen Zwischenspeicher anzapfen. Was wir aber viel geschickter mal machen können, ist neben dieses Lager ein weiteres Lager zu stellen. Und da unser Eisen einzulagern. So. Dann können sie nämlich auch die Fabrik direkt vom Depot befeuern. Also so wie sie möchten natürlich. Aber wir stellen sicher, dass die immer laufen. Es kann ja sein, dass der auch... wahrscheinlich sieht man es anhand von dem hier, wie voll der Speicher ist. Ja, ihr seht, jetzt ist leer. Ja, ja, ist das. Weil jetzt alles hier eingefüllt wird wahrscheinlich, oder? Genau. Funktioniert alles bestens. Sehr, sehr gut. So, Bagger ist gleich fertig. Tor geht auf. Und er spawnt und rollt raus. Interessant. Gut. Ich kann ihn jetzt verschrotten. Das ist natürlich sehr gut. Ich kann jetzt hier oben hingehen und kann sagen, ich möchte hier einen Bagger hinzufügen und ein Fahrzeug. Das ist das Mindeste, was ich brauche. Ich kann die Area... Ah, okay. Ich kann die Area auch editieren. Sehr interessant. Wir lassen es mal so. Das reicht ja aus. Das heißt, ich kann die auch verschieben. Die ist also sehr frei. Gut zu wissen. So, und ihr seht, der hat hier den Auftrag bekommen und rollt jetzt da nach oben. Wir haben nur noch 17 Arbeiter frei. Ich denke, als nächstes müssen wir uns darum kümmern, dass wir mehr Arbeiter bekommen. So, ihr seht auch, das kann ich jetzt nicht forschen, weil das da noch fehlt. Und ja, lasst uns das mal als nächstes holen. Das sind Wasserpumpen. Und so weiter und so fort. Gut. Jetzt würde ich sagen, wir stellen einmal diesen Beacon auf. Auch wieder an einem Ort, wo es nicht zerstört.
Der braucht aber noch Strom dazu. Und deshalb haben wir doch hier unseren Generator, genau. Und den stelle ich doch mal hier vorne hin. Wir haben auch hier einen Input, da kann man quasi auch lagern. Input ist aber nicht gleich Output. Also ich kann nicht eine Leitung nach da ziehen, das geht nicht. Das habe ich schon getestet. Sagen wir es mal so. Ja, und irgendwann müssen wir uns dann darum kümmern, auch Diesel herzustellen. So, ich weiß nicht. Ich kann leider nicht näher ran, aber ich weiß nicht, ob der jetzt da noch was ange... Ich glaube, der hat noch ein bisschen Fundament auf den Boden gesetzt da. Weil er da doch recht abschüssig ist. Ja, ja, hat er gemacht. So, lasst uns mal hier oben hinschauen. Ihr seht, der backert jetzt hier Eisenerz. Der fährt das Eisenerz hier in den Silo rein. Und da wird es erstmal zwischengespeichert. Das ist soweit das. So, wir sehen jetzt auch wieder im Einsatz. Da füllt jeweils da die Schaufel. Ah, dreht sich auch. Genau, geht da hin. Eine Schaufel fast 6, oder wie? Ja. Und der braucht schon recht viel Diesel, wie man da sieht. Er kann auch Erde abtragen und die würde dann hier aufgeschüttet werden. Sehen wir bestimmt gleich noch. Soweit. Gut. Turm ist da, hat aber keinen Power, weil der noch nicht gebaut ist da. Und ich weiß nicht, ist noch eine Forschung im Gange? Ja, ist. Gut. Also wir müssen aufpassen, dass uns das Essen nicht ausgeht. Und sonst sieht es gut aus. Das kostet 50 Teile. Ist noch ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht. Ah, ich bin wieder auf Pause, sorry. Ja, wir haben keine Teile. Ich kann auf jeden Fall nochmal so ein Assembly aufstellen. So, hoffe auch schön gerade. Komm, wir stellen noch eines auf. So. Weil das ist eines der wichtigen Dinge, die wir unbedingt brauchen. Und ich gehe davon aus, wir werden später auch Förderbänder haben, um das Ganze zu verbinden. Ihr seht ja, alle Fabriken haben auch Inputs, so gesehen. Aber jede braucht dann auch Arbeiter. Also wir brauchen hier 12 Arbeiter, dann bleiben nur noch 3 Arbeiter übrig. Das muss man natürlich auch immer dran denken. Und ob wir natürlich noch genügend Kohle produzieren da. Jetzt seht ihr gerade... nicht genug Kohle. Der hat 20 Holz, weiß aber nicht wohin. Wieso? Ah, doch, Holz ist vorhanden. Der ist vielleicht einfach nicht genug schnell. Man kann den auch boosten. Da ich aber noch nicht ganz das System hier verstanden habe, möchte ich das lieber weglassen. Sagen wir es mal so. Sonst geht das noch schief. Gut, wo sind wir hier? Harvest in... Da, der da ist gleich zum Ernten. Schauen wir uns das nochmals an. Das wäre gut. So, da wurde geerntet. Jetzt hat er 30 Food im Inventar. Und ihr seht, die kommen und holen sich den Food ab. Und schon haben wir Essen für 50 Monate. Also ich glaube, das ist wirklich nicht das Problem. So, hier fehlen wie gesagt die Parts, aber sonst sieht es gut aus. Ihr seht auch, jede Maschine hat auch einen Zustand. Und der war am Anfang, ist der sehr erhöht. Das glaube ich auch gemacht, weil sonst wäre es gar nicht möglich vom Gameplay her. Und aus diesem Grund müssen wir dann noch hier das Wartungsdepot bauen. Es hat aber noch ein bisschen Zeit. Sonst kommen wir da nicht hinterher. Gut. Basic Diesel oder Construction 2. Eine elektrisierte Assembly. Und einen Betonmischer. Interessant. Ich würde sagen, wir gehen zuerst auf Diesel.
Weil wenn uns der ausgeht, dann fährt auch unser Bagger hier hinten nicht mehr. Dann können wir das vergessen da. So, ist immer noch Eisen. Ja, ihr seht, hier ist fast abgebaut. Nicht mehr viel übrig. Okay. Und was haben wir jetzt freigeschaltet? Wir haben eine Wasser-Facility. Genau, und das gibt den Leuten, also unseren Einwohnern, frisches Wasser und nimmt wieder Abwasser weg. Wir haben Rainwater Harvester, also einer, der Regenwasser sammelt. Und Waste Dump, das erlaubt es uns, das Abwasser im Meer zu entsorgen. Das ist doch immer schön. Einfach so hier raus und weg. Gut. Jetzt, wir haben aktuell keine Punkte zum Bauen, aber das wäre. Ja, warum drücke ich eigentlich Pause? Wir müssen ja da dringend arbeiten. Vorher geht da eh nichts. Aber ich schau mal schnell hier genau. Ich kann das jetzt hier außen rum hinstellen. Und ihr seht dann, das hat Zuführwasser und Abwasser. Interessant ist, steht da auch, wie viel das dieser sammelt. Er steht nicht, er ist riesig eigentlich. Weil am besten so einen und dann so ein Wassertank noch dazu und dann müssten wir die Leitungen verbinden. So wäre das wahrscheinlich geplant, denke ich mal. So, der Generator wird langsam, jawohl. Jetzt ist die Frage, können die den auch befüllen? Jawohl, ihr seht, das gibt auch einen Aufsatz mit Tank. Und schon läuft er. Ein Diesel pro 5 Tage läuft er. Okay. Aber vergehen die Tage schnell, ehrlich gesagt. Wir müssen aufpassen, dass uns das hier nicht über den Kopf fliegt. Okay, da erwarten Sie 12 Leute. Wir haben aktuell Platz für 180, also wir können verdoppeln. Und das ist auch gut so. Okay, Basic Diesel ist geforscht. Ich würde sagen, wir forschen als nächstes das da. Weil was anderes bleibt uns hier nicht übrig. Ich weiß gar nicht, ob es dann da überhaupt weitergeht. Werden wir noch sehen. Und ja, wir schauen uns besser in Forschung an, was wir bekommen haben. Eine Distillerie haben wir bekommen. Das Gas macht oder Gas verarbeitet. Da eine Ölpumpe und wieder ein Waste Dump. Okay. So, jetzt müssen wir natürlich schauen, wo haben wir denn Öl? Das ist das Schwarze. Nirgends. So. Im Meer irgendwo? Ich glaube, das ist das, was im Meer ist. Das Braune ist Kohle. Ja, ich sehe kein. Ich sehe nirgends das eigentlich. Also wir könnten es austesten, ob er das hier platziert. Ah, nee, da steht auch schon. Der misst das selbst, dass da kein Öl ist. Ich kann das auch ausblenden, okay. So, jetzt müssten wir sie. Ah, hier! Ah ja, hier, ganz klein. Noch irgendwo anders? Nein. So, und es läuft übrigens bis jetzt sehr flüssig. Das muss man auch noch sagen. Gut, also was ich als erstes mache, ich möchte gerne priorisiert diese Bäume entfernen, dass die wegkommen. Und dann versuchen wir da natürlich möglichst viele Pumpen in diesem Bereich unterzubringen. So, und ich würde sagen, wir starten mal hier. So, eine Pumpe dahin. Und dann würden wir gleich daneben die Destillerie bauen. Dass der Weg da. Obwohl, ich kann auch über die Pipeline das eigentlich ganz gut verbinden. Also die kostet 20 Teile und die Destillerie kostet 50 Teile.
Und es braucht dann auch noch Kohle dazu. Gut zu wissen. Und da entsteht dann auch das Abwasser. Ja. Aha, okay. So, ja, die fördert jetzt hier Öl. 13.000 liegt da unten drunter. Okay. Das ist relativ viel. Die macht 3 pro 20, wir nennen es jetzt mal Einheiten. Und der braucht 12 pro 20 Einheiten, also brauchen wir 4 Pumpen. Ja, gut zu wissen. Wir lassen mal den Wald hier abbauen. Wir brauchen ja eh noch weitere Teile. Ah gut, die entstehen jetzt schnell. Jetzt geht's schnell hier. Aber, ja, ihr seht, unser Eisen ist weg. Und das heißt, wir stellen hier den aus und stellen den an. So, und dann müssen die sofort reagieren und hier oben das Eisen abholen, was wir schon mal vorbereitet haben. Ja, was ich an dem Game ganz interessant finde, ist so diese... Das ist wirklich cool gemacht. Ich hoffe, wir sehen das noch ein bisschen mehr. Ihr seht, der baggert da weg und das Gelände verändert sich. Soweit. Und ja, das ist ziemlich cool gemacht. Habe ich jetzt so noch nicht groß in anderen Spielen gesehen. Auch mit dem Versuch, dass es relativ realistisch daherkommt. So, der verbraucht hier immer noch unser Öl. Es kommen auch langsam Leute dazu. Ich habe Angst um unser Essen. Der hier hatte jetzt schon eine solche Periode hinter sich. Ich glaube, wir müssen hier fast... Ich mache hier nochmals eine Grünperiode rein. So, immer abwechslungsreich. Und dann fügen wir nur zur Sicherheit noch ein Feld hinzu. Dafür aktuell ohne Bewässerung. Das wäre so der Kompromiss, den ich eingehen würde. So. Ah, hier hatten wir... Ja gut, da brauchen wir so rum. So. Vielleicht kann es ja auch 110% sein. Ich weiß es nicht. Okay, bei 50% ist, erhält man nur 50% der Crops. Okay. Ist, glaube ich, gut, wenn wir das so belassen. Oh. Und ich habe Blut bekommen für das, dass die Population gekommen ist. Sehr schön. Und wir haben bereits Arbeiterprobleme. Das ist auch immer gut. Weil hier 10 Arbeiter braucht es für diese... Also die sieht man ja natürlich nicht da, so vor sich. So, was macht der? Geht der Diesel auffüllen? Ihr seht, da entsteht langsam ein Weg. Ja, aha. Hat sich gefüllt, okay. Der hat wahrscheinlich Essen gebracht hier. Und es steigt wieder ein bisschen. Habe ich jetzt nochmals Refugees bekommen? Oder war das nur da einmal? So, also wie gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn das einer von euch verstanden hat, dürft ihr mir das gerne mitteilen. Gut. Wir wollten schauen, weil wir hier... Wir brauchen Kohle. Und ich kann Kohle ab... Ist das hier Kohle? Ja, das ist. Und zwar unter Tage hat es Kohle, aber auch über Tage. Und wir machen uns das erstmal leicht. Und holen natürlich die Kohle über Tage weg. So, das heißt, wir brauchen hier einen neuen Mine Control Tower. Den wir mal hier so hinstellen. Wir brauchen einen neuen Bagger. Und wir brauchen vor allem neue Fahrzeuge. Das ist... dringendst wichtig. So, ich mache das gleich mal so. Wir sollten ja genügend Eisen haben, eigentlich. Was übrigens noch schön wäre, wenn man hier oben Dinge einblenden könnte, die aktuellen Stände, aber ich nehme mal an, dass alle Slots besetzt sind, wir das nur noch nicht freigeschaltet haben. Aber wir sehen hier zum Beispiel, dass wir... Wo ist das Eisen? Da. Wir haben 4 Eisen, okay. Wir haben nicht so viel.
Wir haben nicht so viel. Dafür haben wir alles in Bauteile verarbeitet. Man muss es so sehen. Vielleicht schon zu übertrieben. Ach so, ich könnte ja auch unsere Holzkohle verwenden. Aber ja, wir brauchen sowieso Kohle, weil irgendwann hat es auch keine Bäume mehr da. Das macht schon Sinn. Gut. Karte weg. Wir sehen es ja. Und dann würden wir starten hier. Ja, mit dieser Spitze da. Ist jetzt hier ein bisschen blöd. Komm, wir setzen es mal so an. Ob das richtig oder falsch ist, werden wir sehen. Dann füge ich da einen Truck hinzu. Wir bauen auch gleich so ein Lager. Muss die Zeichen noch ein bisschen lernen. So. Dass das auch schon da ist, da fügen wir Kohle hinzu. Genau. Und dann müssen wir nur noch darauf warten, bis der Bagger hier fertig ist. Und dann geht es soweit los. Ja, wenn wir jetzt so viele Bauteile haben, würden wir natürlich das Depot mal bauen. Nur wo ist die Frage? Nicht so nahe hier, weil da braucht es den Platz. Ja, da unten kommen. So. Denn das ist ja ganz wichtig. Irgendwann werden ja die Dinge auseinanderfallen da. Und dann brauchen wir das. So, ja, wir haben Low Maintenance. Das trifft sich ja gerade gut. So, und ich habe das schon wieder bekommen. Also immer wenn man neue Leute bekommt, kommen da auch noch Inhalte dazu. Das ist eigentlich sehr schön. So. 100. Das ergibt 100 Maintenance. Aktuell brauchen wir 46 im Monat. Der macht 100. Braucht aber auch Strom. Das muss erst einer verstehen. Wenn ich da ehrlich bin. Aber das heißt, dass das zusammenzählt. Sehe ich das irgendwo hier? Nicht. Ah, da ist noch ein Bagger. Der wurde fertig. Wo fährt der hin? Ah, ne, dann ging der schon wieder tanken. Ja, der ist noch hier in Produktion. Das Eisen ist Mangelware. Da muss ich ehrlich sagen, wir müssen eine von diesen Hallen deaktivieren. So, zum Beispiel. Zwei pausieren. Und dann sollten die auch nicht mehr funktionieren. Dann wird das Eisen für andere Zwecke verarbeitet. Und ihr seht, das läuft hier eigentlich gut durch. Ich denke aber, es sind zu wenig Fahrzeuge da aktuell, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja, man sieht sehr gut da. Das ist unser Hauptproblem aktuell. Aber es war ein ganz erfolgreicher Tag soweit. Eine erfolgreiche Folge. Ich werde zuerst euer Feedback abwarten zur ersten Folge und werde dann natürlich noch eine weitere aufnehmen. Mindestens eine, denn wir haben noch nicht alles gesehen und es macht richtig Spaß, ehrlich gesagt. Ist mal wieder ein neues Game, was einfach fast neu dasteht, natürlich. So, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!